Ja, Assalamu alaikum zum dritten Teil Kommentierung Hessenschau Hetz gegen Muslime nach Pierre Vogels Vortrag in Offenbach. Zuständig ist der niedersächsische Verfassungsschutz. Demokratie gilt den Salafisten. Also mir persönlich ist aufgefallen, das ist jetzt meine Meinung, dass immer wieder diese Frau vom Verfassungsschutz auch bei RTL, Spiegel TV immer nur diese Frau zu sehen ist. Ich weiß jetzt nicht, ist sie Sprecherin oder schränkt sich der Verfassungsschutz nur auf diese Person ein, so als One-Man-Show. Es ist immer wieder diese Person, die im Fernsehen zu sehen ist. Es ist immer wieder dieselbe Argumentation, nur in anderen Worten gekleidet. Was ich schon im ersten Teil deutlich gemacht habe: Es gibt keinen Islam des 7. Jahrhunderts. Es gibt nur einen einzigen Islam. Und wer sagt, dass die Religion nicht zeitlos ist, der argumentiert aus einer eigenen Überzeugung heraus, aus einer materialistischen Ansicht und aus einer materialistischen Weltansicht. Denn noch einmal, ich kann ja auch nicht, oder man kann ja auch nicht den Christen sagen: Hör mal, die Hinrichtung, die war vor über 2000 Jahren, lass das mal, das ist veraltet, das ist uninteressant, das gehört nicht hierher. Das ist seine religiöse Überzeugung. Kann man noch nicht sagen, was vor 2000 Jahren her ist, ist nicht mehr aktuell. Also sieht man, dass dieses aus einer Ansicht her resultiert, die nicht der Überzeugung des religiösen Menschen entspricht. Und man muss diese Überzeugung des religiösen Menschen tolerieren, denn das ist auch mit unter die Maxime der Religionsfreiheit. Und die kann man nicht verleugnen. Wenn man das tut, dann ist man wirklich verfassungsfeindlich. Das ist das Paradoxon. Denn wenn man die Religionsfreiheit antastet oder öffentlich bekundet, dass die Religionsfreiheit abgeschafft gehört, das sind tatsächlich verfassungsfeindliche Äußerungen. Denn wir reden hier von verfassungsfeindlich. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Gesetzesübertreten, sondern wir reden hier von dem, was die Präambel bedeutet. Und die Religionsfreiheit ist die Präambel der Verfassung. Wer also dagegen spricht, der ist tatsächlich verfassungsfeindlich. Ja, das nur mal zum Anregen und zum Nachdenken. Als falsche westliche Religion. Das heißt, man hat diesen Dualismus, dass im Salafismus die Scharia, die islamische Welt als gut gilt und die westliche Welt und damit auch die Demokratie, also unsere politische Ordnung, abgelehnt wird. Und wenn man jungen Leuten ein Weltbild propagiert, in dem gesagt wird, Demokratie ist eine verderbte Religion, dann fällt denen natürlich die Integration in unsere Gesellschaft sehr viel schwerer. Also man muss schon sagen, dass der Salafismus die Gefahr birgt, dass junge Leute sich von der Mehrheitsgesellschaft und damit von der Demokratie abwenden. Noch einmal, aus einer inneren Überzeugung heraus kann ich mich von allem abwenden. Ich kann mich von der Atomenergie abwenden. Ich kann mich von allem abwenden. Ich kann mich sogar von Präambel in der Grundverfassung abwenden. Was aber der Islam verbietet. Denn die Religionsfreiheit ist im Koran verankert. Euch euren Glauben, uns unseren Glauben. Unterdrückung ist verboten. Ja? Und das ist nun mal so. Und das heißt, die Religionsfreiheit und das Gewähren anderer Religion ist, sofern diese Religion den Islam und die Muslime nicht angreifen, sogar eine muslimische Pflicht. Das heißt, wir sehen also hier die Vereinbarung mit der Präambel. Ist ja auch kein Wunder, denn dieses alles ist entstanden aus dem Islam. Denn es war der Prophet Muhammad a.s., der vor über 1400 Jahren gesagt hat: Ein Araber ist nicht besser als ein Nicht-Araber. Und ein Nicht-Araber ist nicht besser als ein Araber. Ein Schwarzer ist nicht besser als ein Weißer. Und ein Weißer ist nicht besser als ein Schwarzer. Die Menschen unterscheiden sich nur in einem, sinngemäß. Das ist jetzt alles sinngemäß. Die Menschen unterscheiden sich nur in einem, nämlich in der Qualität der Gottesfurcht und nicht in Rasse oder ethnischer Herkunft. Und das sind eben nichts anderes als Vorläufer dessen, was in der Präambel der Grundverfassung steht. Wenn man also sagt, das ist Islam des 7. Jahrhunderts und veraltet, dann hat man gleichzeitig auch die Verfassung angegriffen. Denn dass diese Präambel genau diese Inhalte nun mal hat, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Und ich kann mich immer wieder nur wieder dahin stellen, was auch sehr wichtig ist, auch für uns Muslime, dass wir zum Koran zurückkehren. Es gibt Menschen, die sagen, diese Menschen nehmen den Koran wörtlich, die haben keine Ahnung. Ja, die verstehen und begreifen nicht, eine der Grundproblematiken im Rahmen unserer Religion ist, dass Hadith, die dem Koran widersprechen, über den Koran gestellt werden. Das ist unser wahrhaftiges Problem. Im Gegenteil, um eben zur Wahrheit zu kommen, müssen wir deutlich machen, dass die Menschen wieder zurück zum Koran zurückkommen und eben auch nur die Hadith nehmen, die dem Koran nicht widersprechen in den ganz wichtigen Themen, die ja hier auch instrumentalisiert werden, um zu sagen, verfassungsfeindlich, zum Beispiel Apostaten töten. Das geht aus dem heiligen Koran gar nicht hervor, nicht in der Form, wie es
im konservativen Islam gepredigt wird, geht daraus nicht hervor aus dem Koran. Ja? Das habe ich auch schon mal einen Vortrag darüber gemacht. Das heißt sinngemäß, wer gläubig ist, dann wieder ungläubig, dann wieder zum Glauben kommt, dann wieder ungläubig, dann im Unglauben zunimmt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm im Jenseits nicht vergeben. Das steht nicht als Befehl, wenn jemand vom Glauben fällt, dann tötet ihn. Ja, als klaren Befehl steht da nicht. Ja. Sogar im Kriegsfall darf man Abtrünnige nicht töten, wenn sie sich zum Beispiel einem Volk anschließen, gegen die die Muslime keinen Krieg führen. Das sind jetzt mal kurze Inhaltsangaben aus dem Heiligen Koran, was deutlich macht, dass dieser Hadith in einem ganz bestimmten Kontext gesprochen wurde und eben nicht universale Bedeutung hat, nämlich im Kriegsfall. Denn damals ein Apostat, also ein Überläufer oder ein Abtrünniger, der hat dann auch gleichzeitig Krieg gegen die Muslime geführt. Und dann rettet ihn eben nicht mehr die damalige Zugehörigkeit zu der Religion davon, dass die Muslime ihn als Gegner sehen und ihn auch bekämpfen. Das heißt, hinter diesem Kontext sind die Hadiths zu sehen. Aber wenn man sie universal sieht, widersprechen sie der universalen Botschaft des Heiligen Koran. Deswegen ist es ein so großer Fehler, dass immer wieder gesagt wird, diese Menschen nehmen den Koran wortwörtlich und deswegen befinden sie sich im 7. Jahrhundert. Das ist falsch oder deswegen seien sie radikal. Das ist eine völlig falsche Information, die den Menschen dort eingetrichtert wird. Sondern die richtige Information muss lauten, dass die Menschen viele Hadiths, die dem Koran widersprechen, über den Koran stellen und eben den Koran nicht wörtlich nehmen. Denn sonst wären sie vor vielen radikalen Dingen gefeit. Sage ich mit aller Deutlichkeit, es ist so wichtig, den Koran wieder wörtlich zu nehmen, um die Radikalität in bestimmten Themenkomplexen herauszunehmen. Es ist also nicht so, dass die wörtliche Annahme des Korans zu einer Radikalität führt. Das ist eine völlig falsche Information, die in den Medien propagiert wird. Eine völlig falsche Information. Und dagegen müssen wir Muslime uns stellen, denn wir können ja auch nicht erlauben, dass über unsere Religion in einem so großen Stil gelogen wird. Sie bekommen klare, einfache Antworten auf drängende Fragen. Ja. Ja, sie bekommen klare Antworten auf drängende Fragen, die jungen Menschen. Ja, ist das denn nicht positiv? Ich meine, in jeder psychotherapeutischen Sitzung, ja, sagt man, dass die Menschen, ja, die seelisch krank sind oder die seelischen Kummer haben, dass sie Antworten benötigen. Zum Beispiel auch Menschen, die sehr liebe Menschen verloren haben, ja, Großeltern oder Eltern oder Geschwister, dass diese Menschen viele Fragen in sich haben, drängende Fragen. Und ist es da nicht das Beste, diesen Menschen diese Antwort zu geben, um sie zu heilen, um sie wieder zurück in ihre arithmetische Mitte zu bringen, in ihr Gleichgewicht zu bringen? Ist das nicht das, was man als positiv zu bewerten hat? Denn wenn man Antworten geben kann auf diese drängenden Fragen, dann muss man sich fragen, woran liegt das? Woher kommen diese Antworten? Die klare Antwort auf diese Frage ist, der Islam hat die Antworten. Das Problem ist nur, dass die Menschen, die diese Botschaft ablehnen, eben diese Antworten nicht annehmen und dann natürlich auch auf ihren Fragen sitzen bleiben. Aber diejenigen, die diese Fragen haben und die Antworten bekommen, die werden eben bestärkt in dieser Religion. Und so ist es nun einmal. Wenn man die brennenden Fragen beantwortet bekommt, dann weiß man, hier ist die Bestätigung. Hier bekomme ich meine Antworten. Hier bin ich gut aufgehoben. Und wenn die Gesellschaft sagt, warum kommen und gehen die Menschen alle zum Islam und als Antwort selber gibt, weil sie Antworten auf ihre Fragen bekommen, dann muss sich die Gesellschaft ganz einfach den Vorwurf gefallen lassen, dass sie mit ihren Konzepten den jungen Menschen keine Antwort gibt. Und dann muss sie sich gefallen lassen, dass das Konzept, das System, die Religion, die die besseren und befriedigenden Antworten für die Menschen gibt, die Antworten suchen, dass die ganz einfach weiter ist und auf den Menschen zugeht und für die Menschen die Antworten parat hat. Das ist eine Sache, die sich an jeder mal überlegen muss und nicht, dass man die Menschen entmündigt, die ihre Antworten auf ihre brennenden Fragen bekommen. Die Jugendlichen sind begeistert. Er ist ein toller Mensch, ganz toller Mensch für ganz Deutschland, ja, für die Jugend vor allen Dingen. Früher war ich keine mit Kopftuchen. Das ist eine sehr interessante Aussage, bitte hört mal genau hin. Ich habe nichts gebetet, ich habe viele Probleme, überall. Ich habe mich nicht gefunden, aber jetzt, Alhamdulillah, ich habe viel Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bin stark. Das wirklich. Die Frau ist stark, durch den Islam. Sie hat sich selbst verwirklicht. Das muss man hinnehmen.
Auch wenn man aus einer materialistischen Weltansicht das nicht akzeptiert oder nicht verstehen kann, muss man es hinnehmen, dass dieser Mensch sein Glück gefunden hat. Und das gehört mit zur Freiheit und zur Religionsfreiheit. Was der Pierre Vogel uns alles sagt und ja. So, das ist alles wirklich die Wahrheit. Und ja. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ich bin auch richtig froh, dass ich hierher gekommen bin. Weil es richtig Religion ist, wie der Pierre Vogel uns gerade eben erklärt hat. Was ist mit denen, die falsche Religion haben? Nichts, sie sollen auch zum Islam konvertieren. Die Begeisterung der Jugendlichen macht auch den allermeisten Muslimen in Hessen Sorgen. Sie wollen mit den Salafisten nichts zu tun haben. Diese Bewegung. Also ich glaube, er redet ja als Muslim. Wie kann man dann sagen, diese Bewegung? Denn diese Menschen glauben an Koran und Sunna. Und wenn man sagt, diese Bewegung, dann ist das eine Verunglimpfung der Religion schon für sich. Und dann fragt sich, ob dieser Mensch eigentlich als Muslim redet oder ob er eben alleine schon mit dem Ausdruck, diese Bewegung, sich nicht schon auf dem Weg des, ja, na, das ist ja schon Munafiq. Ja, das ist Munafiq. Warum? Weil man eben hier ganz deutlich sagt, ich bin ein Muslim, aber mit euch, ja, die ihr den Islam nicht liebt, stelle ich mich auf eine Stufe und die Menschen, die Koran und Sunna befolgen, wenn er als Muslim sich dahin stellt, dann muss er das ja auch bestätigen, dass er das auch tut, das dann als diese Bewegung zu bezeichnen, ist schon äußerst, äußerst bedenklich. Ist international natürlich sehr aktiv, aber es wird von sehr marginalen Gruppen unterstützt. Und also ich frage nochmal, redet hier ein Muslim? Die Gruppe insgesamt in Deutschland, muslimische Gemeinden, die vertreten diese Meinung nicht. Also das ist ja geradezu, sage ich mal, eine sehr, sehr komische Aussage. Welche Meinung? Im Islam gibt es keine Meinung, ja. Es gibt nur eine Religion und eine Wahrheit. Und ich weiß jetzt nicht, welche Meinung hier gemeint ist. Etwa Koran und Sunna. Wenn man jetzt hier Kritik, die ich auch schon ausübe, dass ich dann sage, okay, die Steinigung, ja, die Steinigung steht nicht im Koran und da stellt man die Hadith über den Koran. Das ist eine klare Kritik, wenn man sagt, man kehrt zum Koran zurück und nimmt nur die Hadith, die dem Koran nicht widersprechen. Das ist eine klare Kritik, aber man kann nicht sagen, eine Meinung, eine Bewegung, sondern das ist so pauschal, das wird ja bedeuten, dass alles, was die machen, falsch ist und das dagegen verwehre ich mich, weil das sind wahrhaftige Muslime. Es gibt immer eine gewisse Meinungsverschiedenheit im Hinblick auf die Gewichtung der Hadiths. Aber, um das hier mal deutlich zu machen, das heißt ja nicht das Verwerfen von allem, was sie machen. Das sind Muslime, die beten, die nach Mekka gepilgert sind. Kann man doch nicht sagen, diese Bewegung und alles verwerfen, ja, nur um es bestimmten Denkschemata von Nichtmuslimen gerecht zu machen. Ja, das ist Munafiq, ganz klar. Und aber man muss natürlich auch aufpassen, wie sich diese Bewegung sich in der Zukunft entwickelt. Völlig, völlig pauschal, global, was für eine Bewegung? Die Frage, die sich stellt, was für eine Bewegung? Dass Pierre Vogel über Koran und Sunna überpredigt, ja, die Menschen zum Islam ruft. Wie kann man so etwas als Bewegung bezeichnen oder als politische Bewegung bezeichnen? Hat dieser Mann jetzt gerade komplette Religion des Islam als eine politische Bewegung stigmatisiert, so wie es die Medienpropaganda fälschlicherweise tut, tut es ein Muslim aus Überzeugung? Dann frage ich mich wirklich noch einmal, ob das hier nicht die Eigenschaft eines Munafiq ist, eines Heuchlertums ist. Ja, das muss man einfach in den Raum stellen. Als Frage beantworten könnt ihr euch das selber, jedem das Seine. Ich finde es nicht in Ordnung, dass dieser Mann auf diese Art und Weise als Muslim vor die Kamera tritt und die Muslime verunglimpft. Aber bitteschön, das kann man ja nicht beeinflussen, man kann ja nicht in die Köpfe aller Menschen gucken und man weiß ja auch nicht, inwiefern da die Überzeugung für die Religion noch gegeben ist oder in weltlicher Ansicht und materialistische Ansichten dann eben auch bei so einem überwiegen und er selber dann auch den Islam den Rücken zukehrt. Dann dürfen solche Leute nicht interviewt werden als Vertreter der Muslime, sondern als Vertreter derjenigen, die gegen den Islam sich stellen. Damit, inshallah, komme ich zum letzten Teil.